Hallo und guten Morgen, meine Lieben. Also bei mir ist zumindest noch guten Morgen. Ich habe gerade gefrühstückt und dann bekam ich danach eine Nachricht. Frau Reinwald, gucken Sie doch mal eben zu diesem Beitrag hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Das, sowas passiert öfter, dass ich mal auf was aufmerksam gemacht werde. Und das hat mich wirklich tierisch aufgeregt. Ein Pferd wird oder werden von einer Zahnärztin ohne Betäubung, ohne irgendwas, nur mit Nasenbremse, zwei Zähne gezogen. Das mal alleine schon völliger No-Go. Das Pferd ist jetzt anschließend traumatisiert. Das verwundert wohl niemanden, lässt nicht mal mehr den Hufschmied an sich ran. Also irgendwie böse Geschichte. Die Besitzerin weiß, sie hätte da strenger sein müssen, aber sie hat eben der Tierärztin vertraut, wie das so ist. Da machen wir ja mal gar keine Vorwürfe. Und das Ganze hier ist kein Bashing gegen Heilpraktiker oder so, kein Bashing gegen Schulmedizin. Mir selbst hat schon beides mal geholfen. Also darum geht es gar nicht. Aber wenn dann auf so etwas als erstes kommt, da musst du einen Homöopath rufen. Dann stellen sich mir echt die Haare auf. Was bitte soll da ein Homöopath? Das ist einfach furchtbar. Da gibt es Leute wie mich zum Beispiel, die da die Tierpsychologie studiert haben, eine Prüfung abgelegt haben, wissen, wie man mit sowas umgeht. Davon gibt es ja nicht nur mich, da gibt es ja mehrere, aber nein, irgendwelche komischen Pillen sollen da helfen. Nein, natürlich helfen die nicht. Wie sollen die auch dagegen helfen? Das, nicht mal ein schulmedizinisches Beruhigungsmittel würde da helfen. Das ist ja ein psychologischer Vorgang. Da ist was abgespeichert im Gehirn. Da ist eine falsche Datenautobahn quasi gebaut worden. Und die gilt es wieder, eine gesunde Bahn aufzubauen. Das sage ich jetzt mal so ganz, ganz sachlich betrachtet. So muss man da rangehen. Wie man das dann macht, das hat man dann halt gelernt. So, also, mir kommt das vor wie mittelalterliche Dummheit. Also als nächstes kommt noch der Ratschlag, schicken Zahn zu einer, wie heißen sie denn hier, Pferdeflüsterin ja nicht, zu diesen Kommunikatoren und wie immer sie sich auch alle schimpfen, da guckst du den Zahn an oder ein Foto und dann weißt du, dass dein Pferd einen anderen Namen haben möchte. Und diese ganze Scharlatanerie, das hilft dem Pferd überhaupt nicht. Und das ist das Schlimmste daran. Das darf jetzt weiter an seinem Trauma leiden. Leute, kommt an im 21. Jahrhundert. Mich wundert jetzt überhaupt nichts mehr, dass Leute mit dem Aluhut lieber rumlaufen als mit einer Impfung. Tschüss.